So, hallo und herzlich willkommen noch einmal. Ganz kurz einen Überblick über die Märkte. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat man mich schon bereits gehört im Hintergrund. Also meine Stimme ist da, das Bild ist auch da. Ja, herzlich willkommen zum Live-Trading TV, zur US-Markteröffnung, so habe ich das jetzt einfach mal genannt. Hier für JFD Brokers exklusiv. Wir haben uns gedacht, dass wir immer noch so einen kleinen Überblick auch über die Märkte am Nachmittag mit einstreuen, ganz besonders an so einem Tag wie heute, wo ja einiges an Wohler nochmal auch reingekommen ist. Theresa May, möchte man sagen, sei Dank gewesen. Sehr überraschend, möchte man fast meinen, so die Äußerungen ihrerseits, die dort getätigt worden sind. Tatsächlich will ich aber gar nicht so sehr aufs britische Pfund eingehen, sondern eher tatsächlich auf die US-Markteröffnung. Nur der Ergänzung halber, en Detail werden wir das morgen im Morning Meeting wieder um 10:30 Uhr dann thematisieren, rund um Theresa May, British Pound oder British Pfund Sterling. Und die Äußerung, will es aber jetzt ganz kurz einfach der Vollständigkeit, wie gesagt, kurz mal aufgreifen, was dort kommuniziert worden ist. Und dann wollen wir uns einen Blick auf die US-Märkte gönnen, ganz kurz und knackig. Theresa May, also, was hat sie gesagt? Wir hatten, und das war relativ offensichtlich ja, was im British Pfund geschehen ist, direkt am Sonntagabend schon bereits, wo habe ich es denn, das Pfund Sterling, US-Dollar, hier, das wollen wir uns jetzt an der Stelle mal betrachten, dieser Kursanstieg, den werden wir gleich mal einordnen, das ist historisch nicht ganz so häufig, ja, dass wir solche Kursanstiege sehen. Wir haben eine Attacke gesehen auf die 1,20, und das waren die Äußerungen von Theresa May, die sehr, sehr deutlich gemacht haben, harter Brexit ist dort tatsächlich etwas, was angestrebt wird, ja, dass es keine Teilmitgliedschaft oder, wie sagt man, assoziierte Mitgliedschaft in der EU gibt, also irgendwie so eine ja, halbe Lösung, irgendwie, ja, wir haben im Brexit jetzt zugestimmt, wir wollen aus der Europäischen Union raus, aber irgendwie halt dann auch doch nicht so richtig, sondern es ist ganz konsequent geformuliert worden, keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt, bumm, ja, wir wollen raus und fertig. Das hat dann erstmal für einiges an Turbulenzen gesorgt im British Pfund zum Wochenstart, und das hat sich jetzt ganz anders angehört. Also das war ein relativ harter Kurs, und es ist eigentlich immer noch ein relativ harter Kurs, auch den Theresa May da fährt, und man wird mal gespannt sein dürfen, inwiefern sie sich da durchsetzen kann. Vielleicht ist das jetzt auch gerade so ein Kurs, den sie sich dann so ein bisschen abschaut bei diversen anderen, ich sag mal, konservativen Kräften. Ja, ich tue mich mit der Begrifflichkeit populistisch einfach sehr, sehr schwer. Das hat persönliche Gründe, weil ich einfach das ja, seltsam erachte. Ja, dieses Wort, das wird auch so inflationär gebraucht. So, das ist so, ja, das ist wie so ein Totschlagargument, was man gerne bringt. Ja. Hört sich irgendwie ein bisschen diplomatischer an als die Nazi-Keule, die dann mal der eine oder andere rausholt. Aber dann doch irgendwie Populismus, das ist so schwierig. Ich finde, man sollte das vielleicht als sehr konservative Haltung, eurokritische Haltung und dergleichen, da tut man sich vielleicht einen größeren Gefallen mit, das so zu formulieren. Also ich denke das persönlich, und deswegen nutze ich dieses Wort Populismus sehr, sehr ungerne. Aber sagen wir mal, also einfach um diesen Gedanken zu Ende zu führen, Theresa May hat sich da vielleicht ein bisschen was abgeguckt, auch bei Donald Trump vielleicht, der an der einen oder anderen Stelle sicherlich diplomatisch nicht ganz so so Establishment-like sich präsentiert, wie das eventuell die letzten Jahre, Jahrzehnte in der Politik gemeinhin so war. Und sie fährt da trotzdem einen relativ harten Kurs bezüglich dieses Brexits. Aber dennoch, das, was sie heute kommuniziert hat, ist eben etwas, was auf diesen sogenannten Soft Brexit hindeutet. Ja, wo auch immer diese Begrifflichkeit Soft Brexit herkommen mag, also wenn man sich diese Haltung anguckt, dann ist es eigentlich ein harter Brexit. Das ist ein Austritt aus dem Binnenmarkt, aus dem europäischen. Fertig. Ja? Das ist ein harter Brexit. Aufgabe sämtlicher Vorteile, die daraus erwachsen, aber irgendwie dann halt auch doch nicht, denn sie sagte nämlich, wir streben nicht nach einem Modell, das wir streben nicht nach einem Modell, das andere Länder schon genießen. Ja, das ist zum Beispiel Norwegen, wo dann eben darauf bezogen wird, dass das Land Norwegen zum Beispiel kein EU-Mitglied ist, aber im vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat. Dennoch formulierte sie irgendwie auf der Kehrseite aber, naja, man muss aber auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und das ist vom Markt tatsächlich dahingehend interpretiert worden, dass es dann vielleicht doch so eine, ich sag mal, Soft-Brexit-Variante geben könnte. Zumindestens mal hat der Markt ganz offensichtlich so aufgenommen. Also egal, wie das jetzt von irgendwelchen Nachrichtensprechern dann später im Laufe des Abends so interpretiert wird, Fakt ist einfach mal, der Markt hat entsprechend darauf reagiert. Wenn man sich diese Performance hier im britischen Pfund betrachtet, dann hole ich jetzt mal kurz hier meinen Twitter-Kanal drauf und zeige diese Grafik. So. Den werden wir auch gleich nochmal übrigens an anderer Stelle nutzen. Ja, da sieht man das hier. Jamie McGeever, Reuters-Analyst, dieser 2,5-prozentige Kursanstieg jetzt im British Pfund gegenüber dem US-Dollar, das ist
einer der stärksten Kursanstiege im britischen Pfund, der stärkste seit Dezember 2008 und der drittgrößte Kursanstieg in den letzten 20 Jahren. Also nur, um das mal historisch einzuordnen. Wie gesagt, ein brutaler Kursanstieg, der da infolgedessen auf den Weg gebracht worden ist, hat uns tatsächlich jetzt zügiger in Richtung dieses Key-Levels gebracht, welches ich heute früh im Morning-Meeting schon thematisiert hatte, um rund 24,30, 24,50, als das gemeinhin vielleicht erwartet werden konnte. Und sobald wir darüber gehen, wäre denkbar, dass wir, wie gesagt, dann auch weitere Kurswechsel sehen, beziehungsweise dieser bärische Ausblick mit einem signifikanten Fall unter die 20er-Marke erst einmal vom Tisch ist. Also jetzt britisch Pfund in diesem Marktumfeld derzeit sich von der Short-Seite zu nähern, scheint dann doch ein bisschen sehr optimistisch seitens der Bären. Ich wäre britisch Pfund jetzt mittlerweile eher flat, also nicht mehr aggressiv short tatsächlich. Und alles Weitere, wie gesagt, zum britisch Pfund Sterling dann morgen im Morning-Meeting. Ab 10.30 Uhr. Wir blicken jetzt auf die US-Märkte, beziehungsweise können wir kurz einen Blick auf den DAX werfen. So, der hat ja ebenfalls massiv bullisch reagiert übrigens. Wenn wir schon bei den Aktienmärkten sind, ich habe den FTSE jetzt nicht aufgerufen und ich hole ihn jetzt auch nicht raus, aber der FTSE, der hat sich nicht besonders positiv präsentiert. Der DAX, der sehr stark davon profitiert. Warum? Naja, der Brexit trifft eben auch Deutschland besonders hart, beziehungsweise den Euro-Raum besonders hart und hier ganz besonders Deutschland. Deutschland hat mit Großbritannien sehr, sehr intensive Handelsbeziehungen und solch eine kompromissbereite Theresa May, das hat sie zwischen den Zeilen durchscheinen lassen, hat eben jetzt dazu beigetragen, dass der DAX hat davon profitieren können. Gleichzeitig britisch Pfund, das in den letzten Tagen sehr, sehr gut, FTSE 100, der hat eine sehr, sehr starke Performance in den letzten Tagen hingelegt, ich weiß gar nicht, einen Rekordlauf sogar hingelegt, ich weiß gar nicht, wie viele Tage in Folge positiv geschlossen. Primär getrieben natürlich durch das schwache britische Pfund, das hat sich natürlich jetzt so ein bisschen relativiert, denn britisch Pfund hat ja jetzt massiv aufgewertet, wie gesagt, stärkster Kursanstieg seit Dezember 2008, das hat den britischen Aktienmarkt ein bisschen unter Druck gebracht, anderen auf der Kehrseite eben den DAX positiv performen lassen. Insgesamt aber, trotz dieser positiven Vorstellung, bin ich für den DAX nicht mehr besonders positiv gestimmt. Also, wir haben zwar jetzt technisch erstmal dieses Key-Level wieder zurückerobert, wir haben den Trend-Support auf der Stunde ja heute früh schon thematisiert gehabt, 11.500 Punkte unterschritten. Und jetzt beginnen wir langsam an einer solchen Sequenz fallender Hochs, fallender Tief zu arbeiten, wobei natürlich diese Attacke jetzt hier, diese sich etablierende Trendstruktur erstmal gleich wieder auf den Kopf stellt. Aber man hat das Gefühl, es dauert nicht mehr allzu lange. Und der Haupttreiber könnte tatsächlich der US-Aktienmarkt sein. Also der stellt sich heute jetzt relativ stark erstmal dar, ja, also nach einer relativ durchwachsene Vorstellung, natürlich auch begünstigt durch die europäischen Aktienmärkte. Das ist ein Blick auf den Dow Jones. Wir werden können parallel auch einen Blick werfen auf den S&P 500. Der stellt sich ebenfalls weiterhin einigermaßen stabil da, aber die Vorzeichen verdichten sich, dass da früher oder später Ungemach drohen könnte. Der ein oder andere hat heute früh meine Ausführungen schon gelauscht, sicherlich rund um auch den Dollar-japanischen Yen. Wo ich gesagt habe, es ist schon sehr seltsam, dass der japanische Yen so gut performt und die Aktienmärkte davon nicht so stark betroffen sind. Diese Grafik fängt es wunderbar ein eigentlich. In grün Dollar-japanischer Yen, in orange der S&P 500 und in blau, auch sehr interessant, die Zinsentwicklung 10-jähriger US-Staatsanleihen. Wir sehen eine offensichtlich sehr stark positive Korrelation, und zwar post-Trump. Ich weiß jetzt nicht, wie das da zuvor ausgesehen hat. Also wir gehen jetzt hier ganz offensichtlich 6 Monate zurück, Pi mal Daumen, nicht mal, oder? Ja, ein bisschen weniger. Ich würde mir das gerne auch ein bisschen in der Historie angucken, aber ich weiß gemeinhin, dass diese Märkte tatsächlich eigentlich eine stark positive Korrelation zueinander haben. Und was wir halt hier sehen, ist besonders der Dollar-Yen massiv auf der Unterseite performt. Die Zinsmärkte haben sich bereits begonnen, zum Ende eben des letzten Jahres hier abzukoppeln. Man konnte argumentieren, was war der Grund für den Kursanstieg hier im US-Aktienmarkt besonders? Was hat die Aktienmärkte getrieben? Was hat den Dow Jones so massiv getrieben? Auch den S&P auf neue Allzeithochs gehievt. Man konnte argumentieren, man konnte sagen, naja, durch Trump und die Aussicht Make America Great Again und die fiskalpolitischen Stimuli, die in Aussicht gestellt worden sind, die Zinsanhebung, die anziehenden Zinsen, die anziehende Inflationserwartung und dergleichen, hat es eine Umschichtung gegeben. Bonds raus aus Bonds, also die wurden verkauft, auch deswegen, weil die Fed eben plant, den restriktiveren Kurs zu fahren. Ja, das Geld muss irgendwo hin und es fließt dann potenziell in die Aktienmärkte. Das war eine einfache Argumentation, die aber irgendwie nachvollziehbar ist. Jetzt ist es aber so, seit Beginn des Jahres begonnen wird hier der Zins wird gedrückt, beziehungsweise ganz offensichtlich werden Anleihen wieder nachgefragt. Und die Frage, die sich schon stellt, ist, warum reagieren die Aktienmärkte nicht? Also wenn das vorher die
in meinen Augen auch legitime Argumentation war, dann müssten die Aktienmärkte infolgedessen eigentlich sich bärisch präsentieren. Es tut sich infolgedessen jetzt ein solches Gap auf, eine solche Divergenz auf hier. Das heißt also, diese beiden Linien blau und grün verabschieden sich nach unten, also Yen und auch die Zinsen. Und gleichzeitig stabilisiert sich hier eben entsprechend der Equity-Markt. Das bedeutet, es bildet sich hier mehr und mehr Druck, der früher oder später sich in wahrscheinlich einem sehr, sehr signifikanten Rücksetzer eben dann manifestiert. Möglichkeiten, das zu handeln. Man könnte pauschal sagen, ich gehe einfach mal short und setze jetzt einfach einen Stop hier oberhalb der Hochs. Diesen Gedanken, den habe ich heute kurzzeitig sogar gefasst gehabt, habe den aber erstmal wieder verworfen. Auch weil, oder ganz besonders auch, weil rundherum dann die Action war mit Theresa May und die Aktienmärkte darauf noch einigermaßen positiv reagiert haben, also auch der S&P oder der Dow Jones. Nichtsdestotrotz, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr aufmerksam werden und werde mir im Zeitfenster zwischen 15.30 Uhr unserer Zeit und 16.15 Uhr entsprechend immer die entsprechende Handelsspanne anschauen. In dem Fall ist es der Dow Jones. Wir können das äquivalent, by the way, Verzeihung, das stimmt natürlich nicht, das ist nicht die Stunde, sondern das ist der 5-Minuten-Chart. So, und dann ist die Überlegung meinerseits die, dass ich sage, ich versuche mit einem relativ kleinen Risiko solche Breaks aus der Open Range eher auf der Unterseite zu traden. Also das heißt, auch hier ist es mehr und mehr so, auch ausgehend natürlich von dem übergeordneten Bild, wenn man es rein markttechnisch betrachtet, wir sind in den Wirkungsbereich vorgestoßen, sehr deutlich, und sind sehr, sehr stark da oben, ja, auch gegen die 20.000er Marke abgeprallt, also irgendwie packen wir es nicht, dieses Level zu überwinden. Und das bedeutet, ich würde versuchen, in diesem Modus aktuell, würde versuchen, Breaks aus dieser Open Range, die man 1:1 vom DAX auch auf den S&P oder auf den Dow Jones anwenden kann, auf der Unterseite zu traden, was im Umkehrschluss hier hieße, ich würde, hier sollten wir jetzt auf neue Tagestiefs fallen, ein Break der 19.812 shorten und würde dann mit einem Stop arbeiten oberhalb des aktuellen Tageshochs, 19.884 Punkte. Das wären Pi mal Daumen 72 Punkte Risiko, und das scheint dem einen oder anderen jetzt ein bisschen viel zu sein. Tatsächlich wäre es vielleicht sogar denkbar, den Stop noch ein bisschen weiter zu setzen über die 20.000er Marke. Damit hätten wir noch ein weiteres Risiko. Da sind wir schon bei fast 200 Punkten. Aber, und das ist nämlich genau der Punkt, du hast hier ein ganz kleines Risiko, was du eingehst von den 200 Punkten und zielst auf der Unterseite. Das wäre nämlich dann ein Swing Trade, auf den man abzielt. Zielst darauf ab, dass wirklich ein Risk-Off in den Markt kommt. Wir bräuchten einen Katalysator, ja, den gibt es irgendwie aber nicht. Ja, man schaue sich die Situation rund um China an oder auch heute die Schwäche wieder im US-Dollar, ja, oder auch die Tatsache, dass Gold wieder relativ stark gewesen ist. Ja, also was Hand in Hand geht. Fakt ist auf jeden Fall, es braucht einen Treiber, den suchen wir. Wir finden ihn derzeit noch nicht, aber ich denke, der Tag wird kommen, an dem er den Markt vielleicht dann sogar unvorbereitet trifft. Und dann ist es so, dann bist du natürlich relativ gut positioniert. Ja, denn dann ist denkbar, dass wir hier einen Rücksetzer zu sehen bekommen von 1200, vielleicht 1400 Punkten, der bei einem Initialrisiko von 200 Punkten bedeutet, man geht hier auf einen Payoff von 6 bis 8. 10:1 ungefähr. Das ist natürlich dann schon mal auch durchaus wert. Ja? Außerdem besteht die Möglichkeit, CFDs zu traden, die ja die Möglichkeit bieten, auch das Risiko entsprechend runterzubrechen. Ja, und das ist einfach mal so ein Gedanke, den ich heute formulieren wollen würde. Intraday-Szenario möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht wirklich explizit formulieren, wobei ich das eigentlich im erweiterten Sinne getan habe. Ja, Break 19.812 short. Sollte dieser noch erfolgen heute im Laufe des Tages und Stop oberhalb der Tageshochs, könnte man überlegen, wobei heute, also man sieht es schon bereits, 16.30 Uhr, irgendwie kommt da doch dann nach dem verlängerten Wochenende in den USA jetzt auch nicht so der Druck auf. Also die Erwartungshaltung sollte vielleicht auch nicht zu hoch liegen, dass da heute hohe Volatilität reinkommt. Der Markt, er stabilisiert sich halt weiterhin, muss man ganz klar sagen, trotz dieser Unsicherheiten und Schwankungen am Devisenmarkt, aber er kann sich halt noch einigermaßen stabilisieren. Gemeinhin, erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn Druck aufkommt und Risk-Off in den Markt kommt, dann haben wir eigentlich diesen Risk-Off-Modus relativ zügig auch direkt vom Open weg, dass da kontinuierlich Briefseiten in den Markt geschossen werden, und das ist halt derzeit nicht auszumachen. Ähnlich auch im DAX, also da sieht man Equities, die sind da relativ ähnlich. Wie gesagt, ich bin insgesamt weiter bearish, möchte sehr, sehr ungern mich auf der Long-Seite wiederfinden, auch nach dem mehrfachen gescheiterten Versuch, die 20.000 zu knacken. So, das sei es auch meinerseits schon gewesen. Alles weitere morgen im Morning-Meeting, 10.30 Uhr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und ja, wünsche euch Happy Trading weiter für den Abend, wünsche euch generell einen schönen Abend, erholt euch gut, schlaft euch besonders gut aus, denn wer weiß, die Wulla, die kommt, ja, und dann sollte man ausgeschlafen sein. Wann sie kommt, wissen wir nicht, aber es gilt immer, vorbereitet zu sein. Ja, sehr gut, also, das war es meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf, bis morgen 10.30 Uhr, freue mich drauf, habt euch wohl. Bis dann und tschüss.